Ein Magnetfeld von 100 Millitesla durchquert eine Schleife mit 0,02 Quadratmeter Flächeninhalt. Das Feld bildet einen Winkel von 30 Grad mit der normalen zur Ebenen der Schleife. Berechne den magnetischen Fluss durch diese Schleife. Hier ist solch eine kreisförmige Schleife und das ist ein Normalvektor zur Ebene dieser Schleife. Hier ist der Vektor Magnetfeld B, dessen Magnetfeldstärke 100 Millitesla beträgt, das heißt 0,1 Tesla. Der Flächeninhalt Groß A von dieser Schleife beträgt 0,02 Quadratmeter. Der Winkel Theta, der gebildet wird durch diesen Normalvektor und diesen Magnetfeldvektor, beträgt 30 Grad. Dieser Winkel Theta ist in der Zeichnung zu groß. So wäre Theta gleich 0, das sind 15 Grad und das sind 30 Grad. Gefragt wird der magnetische Fluss Phi, den wir in Weber ausdrücken. Und um den herauszufinden, steht uns diese Formel zur Verfügung. Phi gleich B mal A mal Cosinus vom Winkel Theta. Wir ersetzen B durch 0,1, A durch 0,02 und Theta durch 30 Grad. So. Und so finden wir, dass der magnetische Fluss durch diese Schleife ungefähr 1,732 mal 10 hoch minus 3 Weber beträgt.